誰か助けてくれ。おここはどこもかしこも。Okay. Außer Reichweite. Wo ist denn der? Da hinten. Okay. Hallo Mädchen da drüben. Hallo. Ich kann dich nicht hören. Ach du meine Güte, die Kids heutzutage, bist du taub in deinem Alter schon? Dann nimm wenigstens deine Augen. Ich steck fest. Wenn du mich fragst, hätte das nie passieren dürfen. Es sollte immer zwei Leute geben, die sich um die Blockade kümmern. Einen oben und einen unten, falls das mit der Abschlussbrücke nicht funktioniert. Aber wer hätte gedacht, dass keines von den Kids heutzutage bereit ist, diesen Job zu übernehmen? Mädel, das Steuergerät auf der Abschlussbrücke ist genau gegenüber von mir. Nimm den Aufzug und stell ihn so ein, dass ich rüberkommen kann. Dann kannst du hier raus? Okay. Ich bin gleich da. Halt, ich lasse dich hier nicht mit leeren Händen gehen. Einverstanden? Ah, ja. So, Steuergerät. Das war jetzt auch nicht richtig? Es ist von da drüben jetzt. Moment mal. Machen wir jetzt mal zurück. Alles klar, dann müssen wir erstmal ein bisschen rumlaufen. So, auf der rechten Seite war nichts. Also mussten wir jetzt zur linken Seite hier hin. Und hier ist jetzt ein Schalter. Ja, dann jetzt können wir zur anderen Seite. Alles klar. So, jetzt den nochmal umschalten hier. Jetzt kommen wir rüber. So, können wir nochmal was zerstören. Hurra, hurra. Und jetzt können wir den aktivieren. Ist das nicht großartig? Jetzt gibt es erstmal einen schönen Schatz. Sehr gut. Steuergerät aktivieren. So. Du bist ziemlich schnell, Mädel. In diesen Kisten hier sind viele schöne Dinge. Bedien dich. Ich bin in Eile. Tschüss. Warum hast du den Schalter nicht einfach selbst umgelegt? Warum ich es nicht selbst gemacht habe? Hoho. Kam mir wohl einfach nicht in den Sinn. So ein schreckliches Schauspiel. Was? Ich verstehe dich nicht richtig, Mädel. Sprich lauter. Vergiss es. Hauptsache, es geht dir gut. Natürlich geht es mir gut. Jeder Muskel und jeder Knochen, alles ist in Ordnung. Komm schon, geh aus dem Weg. Ich halte es nicht mehr aus. Komm zu mir in den Warteraum, wenn du etwas brauchst. Okay, wo ist der Warteraum? Ah, da oben. Alles klar. So, da haben wir ihn, ja. Ich weiß nicht, wie lange dieser Flaschenöffner schon in Werkzeugkisten liegt. Endlich habe ich ihn gefunden. Diese Flasche Limonade ist Capo Cali. Von vor 4 Bernsteinzeitadern. So aromatisch. Oh, so erfrischend. Magst du einen Schluck? Nur einen Schluck. Gut gemacht, Kleine. Du hast keine Ahnung, wie frustriert ich gerade war. Ich hatte dieses leckere Getränk in der Hand, aber ich konnte es nicht trinken. Ich war kurz davor, es mit meinen Zähnen zu öffnen. Es ist meine eigene Schuld, dass ich es mitgenommen habe, als ich runterging, um die Lager abzusperren. Warum habe ich den Flaschenöffner vergessen? Das Patent für diesen Capo Cali gehörte früher der Raumstation. Dieses Anti-Schwerkraftgetränk war eins der letzte Schrei in der ganzen Galaxie. Ich habe nur noch ein paar Flaschen übrig. Ich sollte lieber jeden Schluck genießen. Wie schade. Oh, richtig, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Wen Tiangweng, der Mechaniker. Ich bin die Nummer 1 hier. Was alte Erfahrung und Fähigkeit angeht. Leider bedeutet das gar nichts, wenn ich der Einzige im Wartungsraum bin. Ich hatte mal einen Partner, aber er war ein Schurke. Er hat nicht nur ein großes Loch in die Raumstation gesprengt, sondern auch ständig diese seltsamen Briefe verschickt. Er blockierte immer die Lager und ich musste sie reparieren. Ich bin mit diesen unruhigen Schriften nie klargekommen. Als wäre es unser Schicksal, uns zu streiten. Akivili
muss sich von mir abgewandt haben, deshalb saß ich da drin fest. Ich saß so lange fest, dass er schon wehtat, ouch. Du hast versprochen, mich zu bezahlen. Bezahlen? Sehe ich für dich irgendwie reich aus? Ich bin nur ein armer Mechaniker, man wirft mir Pflichtverletzungen vor, seit dieser Schurke das riesige Loch in der Station gesprengt hat. Wenn du eine Belohnung willst, ich hab keine, hehehe. Egal, da wir die Zeit miteinander geredet haben und uns irgendwie sympathisch sind, lohnt es sich, eine Ausnahme zu machen. Hör jetzt gut zu, ich gebe dir jetzt 10 Star-Sonderpässe? Hä, wovon redest du? Ich werde dir den Weg zeigen, du wirst bestimmt ein Vermögen machen. Was den Ursprung dieses Vermögens angeht, nun lass mich mit einer Person beginnen. Erinnerst du dich an den Schurken, von dem ich gerade gesprochen habe? Sein richtiger Name ist Jose Lazaro. Dieser alte Mistkerl hat einen Haufen großartiger Titel. Er ist ehemaliger Forscher in der Abteilung für galaktische Geopolitik, ehemaliges Mitglied der Namenlosen und Mitglied der bewaffneten Archäologen. Als er noch in der Raumstation war, konnte er den ganzen Tag mit seinen Erfindungen prahlen. Schrott hat Lötungsstäbe, die Galaxieführerkarte, der spezielle Autoradiograph, verschiedene Softdrink-Patente. Er war einfach arrogant und weigerte sich, auf irgendjemanden zu hören. Außerdem regte er sich immer besonders auf, wenn seine AGG-Kollegen von anderen schikaniert wurden. Er setzte sie oft für sie ein und fing Streit an. Könnte es mal zur Sache kommen? Junge Leute sind immer so ungeduldig, wenn man sich unterhält. Sollte man einen Gang runterschalten? Abgesehen davon, wo bin ich denn jetzt nicht zur Sache gekommen? Wenn du den Schatz willst, musst du mir zuhören. Um es kurz zu machen, Jose ist berühmt für seine handwerklichen Fähigkeiten. Einerseits liegt es daran, dass er in seiner Freizeit gerne an Dingen bastelt. Andererseits daran, dass er fast jeden Tag zu mir in den Wartungsraum kam, um von mir zu lernen. Er war für die Beseitigung von Blockaden verantwortlich. Er fand die Ultranickel-Teile und er baute Capocali. Was mich betrifft, ich war dafür verantwortlich, seine Arbeit zu überwachen. Übrigens haben wir auch ein Buch zusammen geschrieben. Limonade und Raumstationswartung, eine Kunst für sich. Wir hatten eine gute Zeit, ja. Es war wirklich ziemlich schön. Bis ich eines Tages von einem lauten Geräusch aus dem Schlaf gerissen wurde. Dieser Halunke sprengte ein riesiges Loch in den Wartungsraum und fuhr in ein Raumschiff davon und ich hatte ein riesiges Chaos an der Backe. Später erfuhr ich von den anderen, dass er den Treibstoff für das Raumschiff, das er für sein Abenteuer benutzte, Liter für Liter aus meinem Wartungsraum gestohlen hatte. Und das war die Flucht. Und das war die Flucht aus der Raumstation, mit der er überall prahlte. Es ist schon so viele Jahre her, aber wenn ich daran denke, bin ich mich immer noch außer mir. Mhm. So eine lange Rede, ich schlafe gleich ein. Ich bin vom Thema abgekommen. Das passiert, wenn man alt wird. Normalerweise habe ich niemanden zum Reden, aber nachdem ich alles rauslassen konnte, fühle ich mich besser. Wenn ich dir also wirklich geben möchte, ist die Schatzkarte, die Jose Lazaro zurückgelassen hat. Fantastisch, die hättest du mir gleich zeigen sollen. Die Schatzkarte, die durch einen speziellen Autoradiographen enthüllt wird, ist schwarz-weiß. Nur der Standort des Zielraums ist mit rosa Kreis markiert. Ah, toll. Dieses Ding war irgendwie in der Raumstation in der Ecke versteckt. Jemand fand es und dachte, es sei Müll. Ich habe versucht, den Text mit der speziellen Technik des alten Schurken zu entschlüsseln. Und siehe da, er erhielt die Koordinaten eines Raums. Ich habe gehört, dass der alte Schurke viele von seinen Schätzen in der Raumstation gelassen hat. Sie müssen da versteckt sein. Du kannst sie anhand des Standorts auf der Karte suchen. Wenn du sie findest, dann gehört alles dir. Ich muss jetzt ein Schlückchen Capocali trinken und an meinen Schweißbrenner basteln. Das würde ich mir nicht nehmen lassen, selbst wenn Akivili mir einen Besuch abstatten würde. Okay. Dann wollen wir nochmal. Wo sollen wir denn hin? Lagerzone. Dahin. Okay. So, falsche Richtung. So, das soll der Raum sein, okay. Da in der Ecke.
An die Schatzsuche, Teil 1. Ah, du wurdest reingelegt. Eigentlich gibt es gar keinen Schatz. Die einzigen wichtigen Objekte sind nur eine 4 Graffiti-Entwürfe, die in diesem Raum versteckt sind. Und ja, es gibt auch ein schönes Bild von unserer geschätzten Frau Hertha. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Wenn du ein eifriger kleiner Forscher bist, dann atme tief durch, krieg nicht gleich einen Herzinfarkt. Wenn du ein lebensfroher junger Mensch bist, schlage ich vor, dass du sie alle ersammelst und hol sie heraus, wenn das Leben hart ist und hab Spaß beim Lernen im dunklen Turm. Lachender José Lázaro. Okay, dann Teil 2. Gut, wenn du das siehst, bedeutet das, dass du meinen Rat befolgt hast und die wertvolle Tugend der Beharrlichkeit besitzt. Ich muss zugeben, du hast einen weiten Weg hinter dir. Da wäre schon ein bisschen gemein, wenn ich dir nicht etwas geben würde. Schließlich weiß ich nicht, wer nach so vielen Bernsteinzeitaltern noch nach meinem Schatz sucht. Es besteht eine kleine Chance, dass du mein zukünftiger Champion bist, mein geistiger Nachfolger. Wäre es nicht schade, wenn ich aus Versehen meine Freunde verletzen würde? Es geht nicht anders. Ich werde dir jetzt den wahren Schatz zeigen. Dein geschätzter José Lázaro. Okay. An Schatzsuche Teil 3. Hast du jemals eine Limonade namens Capucali getrunken? Sie war einst das Markenzeichen der Raumstation. Ein Anti-Schwerkraftgetränk, das in der Südwandgalaxie sehr beliebt war. Oh, Entschuldigung. Neben meinen anderen berühmten Erfindungen wie dem Schrotthart-Lötungsstab und dem Galaxieführer ist dies ein weiteres Meisterwerk von mir. Die interstellare Friedenskooperation hat mir einmal 5 Millionen Credits für das Rezept angeboten, doch ich habe abgelehnt. Wenn Hurirein von der Hertha-Abteilung für angewandte Kunst hat 33 Mal versucht, mir das Geheimnis zu stehlen, wofür er von mir zu Brei geschlagen wurde, wie er es verdient hat. Jetzt werde ich es ein für alle Mal öffentlich machen. Okay. An die Schatzsucher, Teil 4. Trau deinen Augen. Oben steht das wertvolle Geheimrezept von Capucali. Ich schwöre es beim Grab meiner Mutter. Wenn du einer von uns bist, wirst du wissen, wie du das obrige Passwort entschlüsseln kannst. Tipp, um den Text zu entschlüsseln, ist eine besondere Methode erforderlich. José Lázaro, der Prächtige. Alles klar. Dann geben wir ihm mal den sogenannten Schatz. Hast du die Schätze gefunden? Was war es? Versteh mich nicht falsch, ich bin neugierig. Ich glaube nicht, dass diese alte Schurke uns etwas Gutes hinlassen würde. Was ist das für ein Papier, das du in der Hand hältst? Oh, das ist Frau Hertha. Respektlos, wirklich respektlos. Gib es mir und lass es die anderen nicht sehen. Ich möchte es behalten. Lass dich nicht täuschen. Ein Tiger behält immer seine Streifen. Du kannst diesen Schurken Hosea ja nicht trauen. Schnell, gib es mir. Wenn jemand herauskriegt, sind wir erledigt. Was? Das ist ein schriftierter Brief? Das Geheimrezept von Capucali? Du Kleiner, warte nur ab. Es gibt genug Autoradiogramm-Reagenz. Wenn mein Freund, wie geht's dir? Nachdem ich die Raumstation verlassen hatte, zwitscherten mir meine kleinen Vögelchen von der AGG, dass die Dinge dank meiner unkonventionellen Art, Dinge zu erledigen, nicht gerade nach deinen Vorstellungen liefen. Deine Berechtigung, Leiter der AAK zu werden, wurde dir entzogen. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, haben sie dich in den Wartungsraum gesteckt, um das riesige Loch zu stopfen, das ich verursacht habe. Es ist, wie es ist. Meine Entschuldigung würde dich jetzt nur noch mehr verletzen, denn sie kann deinen Verlust auch nicht wieder gut machen. Du kennst mich, ich hasse Heuchler mehr als alles andere. Seit Jahren wandere ich zwischen den Sternen umher und ich weiß nicht mehr, wie oft ich daran gedacht habe, dir zu schreiben. Aber ich habe gehört, dass du José Lázaro von allen, die in der Station arbeiten, am meisten hasst. Welchen Sinn hat es, dir einen Brief zu schicken, wenn ich genau weiß, dass du ihn nicht lesen wirst? Deshalb habe ich mich vor einiger Zeit in die Station zurückgeschlichen, um dieses Rätsel verfasst, das du lösen solltest.
Diese ganze Aufregung nur, um sicherzugehen, dass du den Brief bekommst. Es ist jetzt an der Zeit, dass ich dir das Geheimrezept für Capucali übergebe. Verkauf es an die EFK, es wird sich für dich lohnen. Eine Art Entschädigung von mir. Denke ich. Ich wünsche dir alles Gute für den Rest deiner Reise. Geheimrezept für Capucali. Karamell, Kohlensäure, Erbsen, Glockenblumen, interdimensionale Blätter, Ambra des Überflusses und Orchideenschale. Ja, das siehst du richtig. Oben findest du Geheimrezept für Capucali. Ich schwöre beim Leben meiner Mutter, dass es echt ist. Wenn du einer von uns bist, weißt du, wo du es entschlüsseln kannst. Ich habe einen Hinweis für dich. Achso. Genau, das haben wir ja gehabt. Was treibt der alte Halunke für ein Spielchen? Hauptsache, wir können den Schatz finden. Karamell, bla bla bla. Kommt mir bekannt vor. Amrosa bedeutet das Spucke. Wenigstens hat er noch ein Fünkchen Loyalität übrig. In meinem Alter ist ein Schluck Capucali alles, was ich mir wünsche. Natürlich war mir das Chaos, das er hinterlassen hat, völlig gleich. Seit meiner Jugend hatte ich für die akademische Forschung und die Abteilung für angewandte Kunst nie viel übrig. Mein größter Wunsch war es, mich in diesen Wartungsraum zu verstecken und mit den Werkzeugen zu arbeiten. Arbeiten, wenn ich aufwache und schlafe. Und schlafen, wenn ich müde bin. In meinen Augen macht der Umgang mit Maschinen viel mehr Spaß als der Umgang mit Menschen. Aber im Laufe der Jahre sind enorm viele Menschen zu dieser Raumstation ein- und ausgegangen, mit Ausnahme von Hosea. Deshalb war ich wütend, dass der alte Lunke mir seinen Fluchtplan nicht verraten hat. Kein bisschen davon. Sind wir nicht Brüder? Sollten wir nicht über alles reden können? Egal, das ist schon zu viele Jahre her. Ich bin schon längst darüber hinweg. Im Gegenteil, immer wenn ich höre, was für ein Ärger er da draußen macht, freue ich mich wirklich für ihn. Er wurde geboren, um in der ganzen Galaxie sein Unwesen zu treiben. Ich stifte auch gerne Chaos. Du bist noch jung. In Zukunft wird es viele Möglichkeiten geben. Entweder verbreitest du selbst Chaos auf der Welt oder ihr Chaos verschlingt dich. Nun ja, unterm Strich besteht der Schatz nur aus diesem Rezept. Wie findest du es? Du solltest es als Andenken behalten. Ich will es nicht. Es sei denn, du bestehst drauf. Dann werde ich es vielleicht in Betracht ziehen. Es ist jedoch so wichtig. Wenn das so ist, dann will ich dir etwas zeigen. Lass mich mal sehen, diese Zutaten. Ich nehme an, ich kann welche im Lager finden, wenn ich lang genug suche. Komm schon, ein großer Eimer Fisch Capucali. So muss das schmecken. Nimm diese Limonade einfach mit. Sie kann deinen Geist erfrischen und deinen Körper stärken. Mädel! Nur du redest noch mit mir, seit Hosea weg ist. Wenn du dich für den alten Schurken interessierst, kannst du dich nochmal in der Raumstation umsehen und schauen, ob du die Briefe findest, die er verschickt hat. Die sind voll von seinen Prallereien. Dieser Kerl will nur, dass noch mehr Leute seinen Unsinn hören. Unsinn kann sehr interessant sein. Ha, du kleiner Frechdachs. Okay, genug geredet. Von nun an, vergiss nicht, öfter vorbeizukommen, um mit mir zu quatschen. Ich habe zwar nicht viel, aber eins verspreche ich dir. Wann immer du vorbeikommst, wird genug Capucali für dich da sein. Okay, wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Naja, das kann man einmal so durchklicken sonst. Auf jeden Fall, die Quest ist fertig. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.